Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Ich musste jetzt nochmal die Aufnahme neu machen, weil Steam wieder Updates gesaugt hat im Hintergrund. Oh Mann, hat es erstmal deaktiviert. Ja, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Und es ist dieses Mal so passend wie nie. Ich bin erst aufgestanden, als ich jetzt die Aufnahme hier gestartet hatte, beim ersten Mal ungefähr vor 10 bis 15 Minuten aufgestanden, also aufgewacht und vor 5 Minuten aufgestanden. Ich habe mir meinen Wecker ja eigentlich auf noch eher gestellt. Oh, er hat eine Legende. Auf noch, also ich hatte meinen Wecker eigentlich gestellt, dass ich eher aufstehe und hier schön meine 10 Spiele oder noch mehr schaffe. Das kann ich jetzt vergessen, weil irgendwann mein Wecker war nicht an. Hat nicht geklingelt. Und jetzt bin ich fast 3 Stunden später aufgestanden. Und werde vielleicht, wenn ich Glück habe, noch 6 Spiele schaffen. Ich habe noch nie direkt nach dem Aufstehen quasi FIFA gezockt oder generell eine Aufnahme gemacht. Aber da ich immer meine Zeit brauche, bevor ich Bock habe zu frühstücken, habe ich mir gedacht, bevor du dir dumm rumgammelst und wartest, bis du den Hunger bekommst, kannst du eigentlich auch die Zeit nutzen und schon mal 2 Spiele machen. Es kann natürlich sein, dass das mega in die Hose geht, weil ich hier noch zu Knülle im Kopf bin und nicht konzentriert genug, aber das wird sich zeigen. Schade. Eieiei! Schöner Schuss von der Hange. Ich hätte fast gedacht, dass er reingeht. Bin gespannt, wie sich Wagner wieder schlägt. Wie gesagt, eigentlich lässt das Spiel von Wagner und er ist weg. Ich bin da leider so streng, weil er ist eigentlich nicht geil. Von den Werten her. Hätte ich vielleicht versuchen sollen, ein Stück schneller an den Ballführer zu kommen und damit ich schneller blockieren kann. Hallo, und dann ist Fährmann da, zum Glück. Hey, da haben wir Glück. Das hätte jetzt auch locker das 1-0 für den Gegner sein können. Ja, ich musste leider aus dem Fußgelenk spielen, weil sonst wäre die Chance vorbei gewesen. Und wir haben es ja auch eigentlich fast geschafft. Geht ein bisschen Aggro drauf, der Gegner. Ja, es ging leider nicht anders, sonst wäre der Ball nicht drin geblieben. Nein. Oh, ich glaube, er war zuletzt dran. Ja. Okay, er stellt von zu. Oh, es ist so merkwürdig, kurz nach dem Aufstehen zu spielen, aber es geht eigentlich bisher mit der Konzentration. Besser als gedacht. Sehr schön. War das Kimmich? Ich glaube. Ach, ich hätte noch mal Wagner spielen sollen, ich Trottel. Gott, oh Gott! Krass! Ich hab's geschafft, mich mit Wagner im Strafraum zu drehen. Und dann habe ich einfach nur auf Schießen gedrückt. Nicht auf Flachschießen, auf gar nichts. Und ich habe gedacht, ich verziehe total beim Schießen. Aber macht ihn halt rein. Ich sag ja, er ist so ein Abschlussmonster. Okay, das war wieder ein. Nee, das ist wieder ein Spiel, was er sich quasi gekauft hat. Es sei denn, wir verlieren jetzt noch. Was eigentlich passieren kann bei dem 1-0, das kann eigentlich noch ziemlich einfach passieren. Aber eigentlich war das schon wieder ein hervorragender Abschluss. Also das sind halt einfach so Dinge, wo ich sage, na, wenn er die macht, was soll ich noch von ihm verlangen, ne? Er hat das Tor quasi schon wieder halb von alleine geschossen, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, komm, 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 dass ich eigentlich das Gefühl hatte, dass
wir total verzogen hätten, also ich total verzogen habe beim Zielen. Aber irgendwie, es hat halt trotzdem funktioniert. Es kann halt sein, dass er das ausgeglichen hat, meine Zielfähigkeit mit seinem Abschlusswert. Scheiße, das hat er leider gut gemacht. Das war wieder Abseits. Da steht Kimmich genau richtig. Kimmich ist ja auch nach vorn gut, wissen wir ja. Abgefälscht! Krass, und der zählt für Arangis, ich glaube. Der hat Wagner geschossen, oder? Ist er von Arangis abgefälscht worden, oder was? Mal schauen. Das ist Wagner, und ja, anscheinend hat er ihn Arangis auf den Rücken geschossen und deswegen zählt er als Tor von Arangis. Ich meine, ist mir egal, Hauptsache es ist kein dummes Eigentor. Also Hauptsache es zählt nicht als blödes Eigentor, sondern als Tor für ein Spieler von mir. 2-0, und wir wollen ja jetzt kein 2-0 mehr verlieren, haben wir jetzt gesagt. Wir haben es schon zweimal geschafft, bei einem 2-0 zu verlieren. Das ist leider schon viel zu oft vorgekommen für die kurze Spielzeit, aber es wird nie wieder passieren. Ach, schade, schade, schade. Nein, genau das wollte ich doch decken. So, jetzt hat er mal einen Stellungsfehler drin. Hat nämlich bisher, was das Mitlauf über Außen angeht, keine Fehler gemacht. Ach, schade, knapp. Er ist eigentlich, hat nie den Stellungsfehler gehabt, dass man mal über außen schicken kann. Sondern ist eigentlich immer schön mitgelaufen. Okay, der zweite Treffer war auch ein bisschen lucky, wobei ich mich frage, ob der reingegangen wäre, wenn Arangis nicht da gestanden hätte. Also ob ihn Wagner einfach so gemacht hätte. Haben gar nicht mal so oft geschossen, aber ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass wir besser als der Gegner sind. Ich meine, der Gegner hat, glaube ich, hat er überhaupt schon mal aufs Tor geschossen? Kann mich nicht daran erinnern. Also er hatte keine gefährliche Abschlusssituation. Aber ja, ich würde behaupten, vor allem das erste Tor hätte er halt Volland nicht gemacht. Also das war halt schon sehr schwer. Ich habe meiner Meinung nach verzogen, das kann man ja auch in der Wiederholung sehen, wo man hingezielt hat, aber meiner Meinung nach habe ich verzogen beim Schuss und habe daneben gezielt. Und dann macht ihn halt trotzdem auch noch sehr platziert. Deswegen, ich weiß nicht, ob Volland den gemacht hätte. Ich glaube es nicht. Wenn ich ehrlich bin. Zumal er den ja, glaube ich, auch mit rechts geschossen hat und Volland ist Linksfuß, hat nur 3 Sterne auf den schwachen rechten. Schöner Pass von Wagner, schön rausgespielt und dann auch einfach den kaltschnäuzigen Abschluss gehabt mit Rangnes. Dann haben wir jetzt Glück und der Gegner bricht ab. Das wäre natürlich traumhaft, wenn ich hier ein paar Spiele sparen könnte oder ein bisschen Zeit. Komm, bitte brech ab. 3-0, zweite Hälfte, du kannst eh nicht mehr gewinnen. Come on, Baby. Und damit sind wir schon wieder bei 2 Scorerpunkten Wagner. Und eigentlich hat er ja auch das zweite Tor gemacht, ne? Also zumindest vorbereitet, wie man es auch sehen möchte. Von daher, er ist an allen 3 Toren beteiligt, auch wenn er nur für 2 Tore Scorerpunkte bekommt. Und leider Gottes bricht der Gegner nicht ab.
Man bricht dann wahrscheinlich auch bei einem 2-0 nicht ab, weil zweite Hälfte im 3-0 ist fast wie Spiel ist durch. Noch keinen direkten Freistoßtreffer bekommen, aber noch keinen gemacht. Okay, danke. Eieiei, Wagner mit seiner Ballkontrolle. Das war jetzt schon wieder. Gegner kommt ganz kurz ran, obwohl wir eigentlich mega krassen Körper haben. Und der Ball ist halt direkt weg. Also er verliert sofort die Ballkontrolle. Das ist halt so nervig. Das wäre die nächste Vorlage für Wagner gewesen, wenn es geklappt hätte. Danke. Könnten eigentlich mal auf sehr defensiv gehen, wobei ich glaube, auf sehr defensiv geht, wenn der Gegner ein Tor schießen sollte. Zur Absicherung. Na. Aber schon eine schwache Position für einen Schuss, vor allem auch für einen Distanzschuss. Danke. Genau da wollte ich hinpassen. Ja! Also hinflanken. Zu Kramaric auf dem zweiten Pfosten. Hier ist aber auch einfach mal jeder drin, oder? Kann das sein? Eieieiei, 4-0 im ersten Spiel. Vielleicht sollte ich immer direkt nach dem Aufstehen spielen. Zumindest das erste, das funktioniert. Mal gucken, ob es im zweiten auch so gut läuft. So, jetzt brech wieder ab, verdammt nochmal. Ich steht 4-0. Ich brauche die Zeit. Schönes Kopfballtor. Schön, dass Kramaric auch mal wieder ein Tor macht. Der ja, hat ja nicht wirklich viel gezeigt. Aber er ist ja auch eigentlich ein Stürmer und kein RM. Das ist halt echt schade, dass er seine Inform auf der falschen Position bekommt, weil er hat so geile Stürmerwerte. So, also ein 4-0 habe ich noch nie abgegeben, habe auch nicht vor, dass es das nochmal passieren sollte. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich ein 4-0 jemals verlieren werde. Es wäre krass gewesen, wenn jetzt direkt Kramaric wieder ein Kopfballtor gemacht hätte. Schön von Zuber. Der ja, wie gesagt, auch defensiv gut ist, weil er eigentlich ein Außenverteidiger ist. Aber ich muss zugeben, ich habe von seiner defensiven Möglichkeit oder Leistung oder wie auch immer, von seinem defensiven Arbeiten habe ich bisher überhaupt nichts gesehen. Also nichts mitgekriegt. Ich glaube, es gab bisher in allen Spielen, die ich gegen ihn gemacht habe, inklusive der gerade eben, zwei Situationen. Und da, wie gesagt, die eine war gerade, in der ich sagen muss, oh geil, schön defensiv mitgearbeitet. Ah, die Strafe aufziehen müssen, dann war zu schwach. Der Schuss. In dem Spiel muss ich sagen, fällt mir gar nicht so sehr auf, dass der Gegner, dass Wagner nicht so gut dribbeln kann und die schlechte Ballkontrolle hat, aber es liegt, glaube ich, an der Gegnerstärke. Also er ist einfach, Gegner ist einfach nicht nah genug dran. An meinen Spielern, wenn ich passe. Und deswegen habe ich einfach weniger Probleme. Mit der Ballkontrolle etc. Oh. Hätte ich eigentlich gedacht, dass Kramaric sich da durchsetzt. Schade. Das war überhastet. Kimmich bisher super solide, also überhaupt nicht, er lässt sich auch schön dribbeln, überhaupt nichts Negatives gemerkt und nach vorn konnte er bisher nichts weiter zeigen. Jetzt vielleicht mal. Oh nein! Wir schießen, wunderschöner Querpass von Kimmich und dann schießen wir einfach direkt den Torhüter an. Sehr ärgerlich, das hätte das 5-0 sein müssen. Es war, glaube ich, Zuber. Da hat anscheinend aber keinen Bock, hier mal ein Tor zu machen. Super ärgerlich.
Mann, also das war echt ärgerlich. Und das war komisch, weil ich wollte eigentlich auf Kimmich passen, auf Bender und nicht auf Hector. Ist richtig gemacht. Was die Pässe angeht, funktioniert es eigentlich. Wie gesagt, passen ist so einfach auf bei FIFA 18, dass was die Pässe angeht, Wagner eigentlich bisher noch nicht negativ aufgefallen ist. Perisic, hat er den von Anfang an drin oder hat er den eingewechselt? Gar nicht gemerkt. Das war echt eine falsche Tastenkombination. Ja, da hat er sich etwas zu einfach austribbeln lassen, der Kollege. Ja, es klappt wieder. Wenn viele hinterher rennen, klappt's. Ich wusste es. Nice. Da habe ich. Ja, da hat er sich ein bisschen verarschen lassen von meinem Dribbling mit Arangis. Und dann haben wir den Platz, rennen aufs Tor zu und machen da in so einen halben Distanzschuss. War ja schon in der Box drin. Ich bekomme Durst. Was trinken. Fünf-null, guter Einstand fürs erste Spiel, würde ich sagen. Vor allem, wenn wir zu Null spielen, ist halt super geil. Wann spielt man schon mal zu Null? Hätte der Rang ist mal ein bisschen dem Ball entgegengehen sollen und dann hätten wir ihn auch gehabt. Was der Ehrentreffer. Aus der Position kann natürlich immer einer fallen. Jetzt haben wir noch eine Ecke für uns, gegen uns. Schade. Die zweite. Aber diesmal soll es kein Problem sein. Und kommt sogar bei Wagner an. Der leider viel zu lang. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Da wäre es ein voller Lieber gewesen. Aber was heißt, Wagner hat alles richtig gemacht. Der bleibt natürlich im Team. So, Arangis. Man of the Match oder was? Aber okay, Kramaric hat auch 10 Punkte. Sehe ich gerade. Sehr geil. Und es hat niemand unter 8,4. Das ist bisher die beste Leistung, die ich je gesehen habe bei meinem eigenen Team. Und bei gegnerischen Teams gucke ich nicht drauf. Wagner 9,5, also drittbester im Endeffekt. Tore, einmal Wagner, dreimal Arangis, einmal Kramaric. Da muss er einige Vorlagen gegeben haben. Ja, zwei und Wagner hat eine gegeben. Und einmal Zuba, okay. Aber Zuba hätte auch noch ein Tor machen können, schade. Aber krass, dass Kramaric dann mit drei Scorerpunkten eine volle Bewertung hat und Arangis mit vier. Ja, da hat zumindest Kramaric mal wieder ein bisschen was für sein Punktekonto getan. Das ist schon mal sehr gut. Vor allem das Kopfballtor hat mir gefallen. Ja, Wagner bekommt natürlich einen Vertrag. Einen kleinen, aber er bekommt einen. Ich habe auch so viele Bronzeverträge. Ich werde erst noch ein paar Bronzeverträge geben. Weil ich die erstens eh nicht brauche. Ich damit Geld sparen kann, wenn ich die goldene nicht nehme und ich nicht weiß, wie lange ich ihn noch behalte. Ich gebe mir erstmal 5 Verträge. Und dann wollte ich nochmal schauen. 14 Spiele, 7 Scorerpunkte. Jetzt macht in jedem zweiten Spiel einen Scorerpunkt. Das ist natürlich mittlerweile gut. Es ist mittlerweile sogar besser, deutlich besser als Zuber, obwohl ich eigentlich gedacht hätte, Zuber ist der bessere Außenmittelfeldspieler und lässt sich auch geiler spielen. Mal schauen. So, nächstes Spiel. Ich hoffe mal, dass wir jetzt. Icardi, natürlich. Icardi muss ja noch Tore machen, fällt mir gerade ein. Er hat ja bisher nur ein Abseits-Tor gemacht, aber kein reguläres Tor. Noch keine Vorlage, noch kein Scorerpunkt. Was? Das wird mit Sicherheit nicht so bleiben, weil Icardi, ja, der ist ja bekannt dafür, abzugehen und mehr als 2 Scorerpunkte pro Spiel zu machen. Let it rain, baby, let it rain. Und ich hätte halt auch generell so gesagt, dass meine Calcio A-Mannschaft besser ist als die Bundesliga-Mannschaft. So, langsam merke ich auch, langsam bekomme ich Hunger. Das heißt, nach der Aufnahme werde ich dann auf jeden Fall erstmal frühstücken, duschen. Und ja, komm, wir spielen Schwarz gegen Schwarz. Oh mein Gott. Frühstücken, duschen und
Dann werde ich weiterzocken, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich denke, ich werde dann noch 4 Aufnahmen hinbekommen, also 4 Spiele hinbekommen. Und dann haben wir 6 geschafft und müssen noch 19 spielen. Oh mein Gott, mein Plan war es von 10 Spielen und mindestens. Und oh, Werner teuer. Na, Sokrates teuer. James Rodriguez teuer. Goretzka ist nur ein 82er, genau wie Werner, ist trotzdem sehr teuer. Also ein sehr unscheinbares Team, wo man auf den ersten Blick denkt, es ist gar nicht so teuer, was auch irgendwann später mal in der Saison so sein wird. Aber momentan ist es noch ein sehr, sehr teures Team. Viel teurer, als man denkt auf den ersten Blick. Sehr gut, stellen wir den Schuss. Wo ist denn Icardi? Hier. Strootmann. Ach, er sollte doch dribbeln. Was war das denn wieder? Nein, bitte keine geschenkte Ecke. Geh noch ran. Ach, danke. Ich hätte dann lieber die Ecke genommen. Abseits! Ach, wie geil! Er hat quasi mit seinem Abseitsspieler die Ecke geholt. Also die Ecke verhindert. Vielen, vielen Dank. Und er geht auf Pause. Hatten wir hier eigentlich die Wechselspiele reingepackt? Ich glaube, ne? Guck mal nach. Ja, Herrera. Ich werde es eh wieder vergessen. Ich werde es eh wieder vergessen. Traoré können wir wechseln für die Außenmittelfeldspieler. Und Herrera soll ja eigentlich, da wird er auch ein ZOM, glaube ich, also wird er auch ein ZOM gehen. Aber ich will eigentlich eher für Strohmann oder Drossi einsetzen. Ab der zweiten Halbzeit, aber wie ich mich kenne, vergesse ich das sowieso wieder. Hat er jetzt schon gewechselt? Ach so, jetzt muss ich von hier spielen. Scheiße, das ist nicht so geil. Das war ein blöder Ballverlust. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, ist meine Schuld. Aber ich dachte, ich kann mich da schön über außen durchsetzen. Da habe ich mich leider geirrt. Weiß ich, dass das vom Pass war. Ich dachte aber auch, der Gegner, mein Mitspieler läuft einfach weiter mit. Hab ich mich geirrt. Dann waren wir aber auch eigentlich gut dran. Aber James sollte auch einen guten Distanzschuss haben. So, jetzt konzentrieren, dass wir wie im ersten Spiel spielen. Hat mir gerade die ersten paar Ballverluste hat mir gar nicht gefallen. Gegner scheint aber auch besser zu spielen, würde ich sagen. Da kam deutlich zu spät der Pass. Das haben wir zum Glück gut antizipiert mit Mustachio. Och, da wird er festgehalten oder gefoult oder wie auch immer. Ah, stellen wir uns schön in den Weg. Mist, da der eine Angriff, den haben wir nicht gut ausgespielt. Da waren wir eigentlich schon ziemlich gefährlich beim Gegner. Durch vermeintliche Stellungsfehler vom Gegner. Oh, der Schuss war gut, der Schuss war gut von Brozovic. Schade. Ach, wie die mir auf den Sack gehen mit ihrem kurzen immer. Da kann man halt nichts mehr machen. Dann könnt ihr auf jeden Fall kurz rausspielen. Boah, was für ein schwacher Pass. Da kommt an. Wir machen es defensiv ganz gut.
Was? Oh, zum Glück. Wo, wie ist denn der Ball wieder ver... Also, hä? Wie ist denn der Ball da wieder weggekommen? Ich hätte vielleicht direkt mal versuchen sollen zu klären, aber... Ich dachte, ich kann rauspassen. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Aber wie ist denn der Ball da verschwunden? Gegner ist auf jeden Fall besser. Vor allem auch im Angriff. Spielt sich viel bessere Situation raus. Spielt überlegter. Philippe Andersson, krass. Kommt noch rechtzeitig. Das dachte ich mir, dass er da jetzt in der Mitte spielt. Aber Strohmann ist halt gar nicht schnell. Oh, scheiße. Nicht gut getribbelt. Machen wir fast drei mit El Shaarawy. Abseits. Hat natürlich auch Geschwindigkeit von mit Bellarabi oder Werner. Mir nicht einfach. Er macht es mir nicht einfach. Boah, scheiße, ich hätte auch noch mal weiterspielen sollen, also noch mal passen sollen. Aber da habe ich dann schon auf Schießen gedrückt. Abgefälscht! Immerhin die Ecke, nachdem er da schlecht rausspielt. War nicht so schlecht der Schuss, wäre aufs Tor, aber zu unplatziert, nicht straff genug, keine Ahnung. So einen Hammer-Distanztreffer haben wir bisher auch noch nicht gemacht, ne, in FIFA 18. Also aus so einer Entfernung, aber ich probiere es trotzdem nochmal ganz gerne. War glaube ich abgefälscht und wäre da nicht so komisch gekommen. Ja, aber jetzt machen wir es ganz gut. Wo ist der Ball? Ach Gott! Oh, hey, genau in Strohmann reingespielt. Er hat genau in Strohmann reingespielt. Aber erstmal, ja, sehr ausgeglichenes Spiel. Gegner hat gute Chancen. Also könnte ich auch locker 1-1, 2-2 stehen. Ich habe vielleicht gegen Ende hin dann das Heft in die Hand genommen und das Spiel ein bisschen übernommen. Aber ich würde trotzdem sagen, ein Unentschieden ist bisher noch verdient. Wie gesagt, wenn es hier wieder Glück oder Pech gegeben hätte, ich könnte auch 2-0 führen, der Gegner könnte 2-0 führen, aber es könnte auch 2-2 stehen. Und ich denke, ein Unentschieden ist ja auch gerechtfertigt. Hatten beide gute Chancen. So, weiter konzentriert, aber langsam bekomme ich echt Hunger. Es wird Zeit, dass ich hier fertig werde. So. Konzentrieren wir uns mal. Schade. Schade. Aber schön gespielt. Oh, ich wollte ihn direkt. Also ich hatte direkt auf Passen gedrückt, logischerweise. Ich bin ja nicht lebensmüde. So, jetzt haben wir erstmal. Sehr gut. Schön verteidigt. Und der Abwehr wieder stabilisiert.
Danke, Donnarumma. Nein! Zum Glück geht's gut, ich wollte das gar nicht machen. Ganz in Ruhe. Schade. Aus der Drehung. Mann, dass das noch eine Ecke gibt, ärgert mich. Weil das war eigentlich schlecht gemacht. Schön, das war schön gemacht mit Musacho. War scheiße. Aber ich habe auch nicht gedacht, dass er abbricht und hätte einfach durchrennen können mit El Sharabi. Das war gerade das Problem. El Sharabi hat keine Power mehr. Ach ja, ich wollte ja eigentlich in der Halbzeit meinen Spieler wechseln, fällt mir gerade ein. Aber ich glaube, El Sharabi, da geht noch ein bisschen von der Power her. Aber ich könnte natürlich trotzdem jetzt der Rossi zum Beispiel auswechseln. Oder? Na, Herrera ist ja auch defensiv gut. Neuer Power. Sollte passen. Ist jetzt auch kein so ultra wichtiger Spieler, dass ich sage, oh, den brauche ich auch eine ganze Halbzeit. Ist im Endeffekt in Anführungsstrichen auch nur ein 84er, hat halt sehr aussichtliche Werte, sehr guter Sechser. Fällt mir ein, Spielerrollen habe ich gar nicht neu verteilt. Geil, wie da gar niemand ist. Wie geht denn das? Natürlich nicht gut gemacht. Der Ballverlust könnte teuer werden. Mal gucken. Scheiße. Oder? Glück gehabt. Das war eigentlich ein Offensivfoul, würde ich sogar sagen. Hallo, das ist doch ein Foul. Das war aber auch ein Foul. Ach Mann, ist vielleicht ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, aber das gibt's im Fußball nicht. Oh, zweites Mal Alu, oder? War das der Spieler oder war das im letzten Spiel? Ich weiß es gerade nicht, aber war ein super geiler Pass auf Ntep. Haben wir Glück, dass der nicht reingeht. Definitiv. Bin froh, dass er nicht reingeht, weil das hätte mich sehr geärgert. Zumal halt vorher dieses Foul war, wodurch dieser Ballverlust kam. Und wir halt es nicht als Foul gewertet bekommen haben. Geil, lieber. Ich glaube, ich muss noch El Sharabi wechseln, weil das war gerade definitiv fehlende Fitness. Dass er nicht mehr die Power hatte. Jetzt bitte abseits. Ja. Ich werde jetzt mal El Sharabi wechseln. Linksfuß. Oh, daran muss ich denken. Es wird ein bisschen eklig mit in die Mitte ziehen. Also in die Mitte ziehen geht vielleicht, wenn ich ganz viel Glück habe, aber Abschluss wird dann eklig mit der rechten. Es sei denn, ich mach's dann flach ins lange Eck, dann nimmt er seinen steigen linken. Ich kann auch flach ins kurze Eck, dann nimmt er auch seinen steigen linken, fällt mir gerade so ein. Oft zumindest. Pace hat er jetzt logischerweise. Dribbeln kann er auch. Flankt nicht, obwohl es sein starker Linker war, mit dem er geflankt hat.
Oh nein, da fällt mir gerade ein. Verlängerung, Elfmeterschießen, das ist ja alles Zeit. Das wäre also. Oh, das hat er gut gemacht. Oh oh. Oh, danke, Donnarumma. Was? Oh, okay, abseits. Das heißt, wenn wir jetzt hier in die Verlängerung gehen, auf der einen Seite schön, dass wir nicht verlieren, auf der anderen Seite scheiße, dass wir da. Ein längeres Spiel haben, ne? Steht stabil, sehr, er steht defensiv sehr stabil. Es ist schwer, sich durchzukombinieren. Und man muss auch sagen, dass er jetzt die besseren Abschlüsse gehabt hat in der zweiten Hälfte. Also wir würden dürften uns auch nicht über einen Rückstand ärgern. Och, was war das denn? Was war das denn? Mäusel! Mann, Mann, Mann. Ey, so schwach. So ein dumm gespielter Pass, aber auch dumm von Philippe da in den Lauf zu gehen. Das war ein normaler Pass, war kein Laufpass. Okay, ja doch, zweite Hälfte geht an den Gegner, muss ich zugeben. Ein bisschen glücklich, dass wir jetzt hier noch nicht hinten liegen. Aber egal, wir machen jetzt einfach ein unverdientes 1-0. Oder vielleicht verdienen wir uns ja auch den Sieg noch in der Verlängerung, mal schauen. Wurde auch Zeit. Wir standen jedes Mal so knapp am Gegner dran. Also entweder werde ich gerade unkonzentrierter oder ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall mache ich es nicht mehr so gut wie am Anfang. Ich will unbedingt hier das Führungs... Och nein! Den Führungstreffer schießen, damit ich nicht noch ins Elfmeter schießen muss. Ja, ich komme leider auch gar nicht mehr richtig zu Abschlüssen. Und was das jetzt gerade wieder vom Ballverlust war, ach du Scheiße. Herrera hat auch noch Power, aber ist von Haus aus nicht so schnell. Machen ein paar Meter. Nehmen wir die Ecke mit. Ey, wo die teilweise hingehen, meine Fresse. Alter, sorry, aber wenn er so eine Chance nicht macht, dann hat er es auch nicht verdient. Also eigentlich müssen wir jetzt das Tor schießen. Weil die Chance muss er doch machen. Eigentlich müssen wir jetzt das Tor schießen. Wäre absolut verdient, wenn der Gegner hier führen würde, aber... Toll, traurig... Ach so, ja, war noch dran. Aber wer solche Chancen... Ach, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich spiele aber gerade auch nicht mehr so gut, ey. Wer solche Chancen vorne nicht macht, der hat es dann auch... Der frisst es dann hinten meistens. So, jetzt reicht's aber. Jetzt machen wir mal wieder einen guten Angriff. In der nächsten Halbzeit. Oh Gott, also ich merke, ja, es war nicht mehr gut gespielt von mir. Allererste Halbzeit war richtig gut, schön ausgeglichen. Zweite schon nicht mehr so gut und jetzt die war noch schlechter. Wir können echt nur froh sein, dass wir einen guten Torhüter haben, dass wir in der Abwehr teilweise gut stehen und nicht jede Chance zulassen und dass der Gegner komplett verschießt. Und ich glaube, also mindestens schon einmal Alu hatte, vielleicht sogar zweimal. Ich überlege gerade, ob ich auf defensiv gehe. Wir können natürlich auch einfach dann das Elfmeterschießen uns lacken das, und das versuchen zu gewinnen. Das ist eigentlich keine gute Idee, weil ich bisher von 5 oder 6 Elfmeterschießen nur eins gewonnen habe. Also ich bin da definitiv ganz weit hinten in der Statistik.
Aber wenigstens mal wieder ein Abschluss. So, die Ecken kamen richtig scheiße jetzt, immer muss ich sagen. Ich glaube, der steht cool an. Der hat auch schon ein paar Kopfballtore gemacht. Ey, wo die Ecken teilweise hingehen. Och Mann, wir haben zweimal den Ball erarbeitet und bleiben nicht im Ballbesitz. Das ist dann irgendwie aber auch bitter. Und jetzt oh, diese scheiß Pace-Kacke hier jedes Mal. Und es war aber auch wieder ein super schwacher Abschluss von ihm. Also ich weiß nicht, was er macht. Aber er hat auf jeden Fall eine massive Abschlussschwäche. Das kann ich schon mal sagen. Oh, fuck. Fuck, wenn der Ball durchkommt. Da waren zwei blank in der Mitte, aber naja. Kann er auch mal, wenn er einen Fehler macht, nicht im Ballbesitz bleiben? Danke. Kann ich vielleicht auch mal aufhören, selber irgendwelche Scheiße zu bauen? Danke. Nein, das war die letzte Chance. Jetzt gibt es Elfmeterschießen. Ach nein, das wäre jetzt auf jeden Fall verkackt. Ich sehe es kommen. Wie gesagt, ich habe bisher erst eins gewonnen. Aber es wäre schon super lustig, wenn ich das jetzt gewinne, weil er war klar der bessere Spieler in der Halbzeit. Das war's. Er war klar der bessere Spieler in der Verlängerung generell. Konzentrieren, nicht verschießen und es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ich dachte, er geht daneben, ey. Oh mein Gott. Zwei Elfmeter gehalten. Ich habe meine sehr gut geschossen. Teilweise ist es mit Glück natürlich. Oh, wir gewinnen das Spiel. Ersten beiden Spiele gewonnen und dann auch noch ein Spiel. Also, das Elfmeterschießen haben wir verdient gewonnen. Das insgesamte Spiel hätten wir verlieren müssen, weil er. Aber ganz ehrlich, was der für Chancen liegen gelassen hat, die hat einfach scheiße geschossen teilweise. Sorry. Sehr geil. Und jetzt erstmal Pause und. Ach, es ist schon so spät. Fuck, Mann. Aber gut, vier Spiele schaffe ich vielleicht noch. Wenn ich mich beeile. Aber ich muss mir jetzt, wie gesagt, erstens duschen, was essen. Muss ich mich echt ranhalten. Versuche mich zu beeilen. Ich hoffe, dass ich wenigstens noch vier Spiele schaffe dann. So, Tore, ja, wir hatten ja keine Tore aus dem Spiel raus, fällt mir gerade so ein. Aber immerhin, ach oh, fuck mal, aber selbst wenn ich 19 Spiele noch machen muss, ich kann eigentlich nur hoffen, dass es wieder auf Montag verlängert wird. Wenn ich am Sonntag 19 Spiele machen muss, ich habe keine Ahnung, wie ich die alle hinbekommen soll. Egal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.